Lisha nimmt im Sommerhaus der Stars kein Blatt vor den Mund. Die YouTuberin, die gemeinsam mit ihrem Ehemann Lou an dem Format teilnimmt, teilt ständig ungeniert Beleidigungen aus. Halt deine Fresse und Drecksstück sind noch harmlose Beispiele. Mit ihrem Hang zur Aggressivität hatte Lisha schon immer zu kämpfen, wie sie nun im Interview mit RTL verrät. Ich habe gar keine Zündschnur, bei mir geht's direkt los. Ich war früher wirklich in Schlägereien verwickelt. Wenn du da groß wirst, wo du dich nur mit Gewalt beweisen kannst, dann begleitet dich das. Die Schlägereien endeten laut Lisha häufig vor Gericht. Einmal habe sie dafür 10 Monate Haft auf Bewährung erhalten. Erst als Lisha Lou kennenlernte, beschloss sie, ihre kriminelle Vergangenheit hinter sich zu lassen. Heute führen die beiden ihren gemeinsamen YouTube-Channel und wollen mit Gewalt nichts mehr zu tun haben. Dann bleibt es wohl auch im Sommerhaus, hoffentlich bei verbalen Angriffen.